Liebe Geschwister im Herrn Jesum, einige kurze Gedanken zu 7 Gesetze im Römerbrief. Ich habe das früher gefunden in der Scofield-Bibel, finde ich immer noch sehr interessant. Weil es so kurz ist, ganz kurzer Hinweis, hier Index, das meint die Hauptseite von Bibelkreis CH, dann hier die Bibelstunden, die wir per Skype haben, wo ich mit anderen Geschwistern zusammen den Herrn Jesum anbete, Gebetsstunden haben, Wortbetrachtung habe. Da die ganze Bibel mit sehr vielen Links zu Lehrbüchern, da geistliche Lieder, und da, wo wir jeweils gerade sind, das ändert sich natürlich wöchentlich. Dann Bibel, Englisch, Deutsch. Dann Jahresbibel lese. Dann Forum, Archiv. Dann der Hauptordner vom Bibelkreis CH. Dann das Forum Malachi 3,16. Meine Syngrammata. Das neue Forum. In diesem Forum kann man sich einfach anmelden, registrieren und mitschreiben. Wäre schön. Dann die Seite, wo ich seit einem Jahr praktisch ausschließlich arbeite. Begriffserklärungen, alphabetisch gelistet. Also wenn man da auf S klickt, dann sollte alles mit S kommen und so weiter. Dann meine YouTube-Seite, wo meine YouTubes verlinkt sind. Dann die Aufklärungsseite neben der Schrift, Katholizismus, Protestantismus, Calvinismus, Zeugen Jehova. Ja. Also, 7 Gesetze im Römerbrief, die unterschieden werden. Das Wort Gesetz, Nomos. Erstens, das Gesetz, das in jedem Menschenherzen geschrieben steht. Römer 2, Vers 15. Wir Christen haben ja nicht die 10 Gebote, sondern wir haben wie jeder Mensch, übrigens auch die Israeliten, das Gesetz geschrieben im menschlichen Herzen, Abzeugung. Zweitens, das Gesetz des Moses, das verurteilt, 3,19, das Gesetz als Grundsatz, das Gesetz des Glaubens, das die Selbstgerechtigkeit ausschließt, fünftens, das Gesetz der Sünde in den Gliedern, das siegt über das Gesetz in dem Gemüte. Sechstens, das Gesetz des Gemütes, das mit dem Gesetz Mose übereinstimmt, aber es nicht vollbringen kann, wegen des Gesetzes der Sünde in den Gliedern. Man sieht also, ein Gesetz kann das andere Gesetz ausschalten oder überdecken. Siebtens, das Gesetz des Geistes, das Macht hat, den Gläubigen von dem Gesetz der Sünde, das in den Gliedern ist, und ebenso sein Gewissen von der Verdammnis durch das Gesetz Moses zu befreien. Dazu wirkt der Geist in dem ihm zur Verfügung stehenden Gläubigen genau die Gerechtigkeit aus,
die das Gesetz Mose fordert. So, ich werde das im Anschluss an den YouTube in der Beschreibung verlinken. Es wäre schön, wenn jemand antwortet. Ich habe da dann in der Verlinkung auch meine E-Mail-Adresse. Im Herrn Jesu Christum wünsche ich euch allen einen ganz guten Tag.